Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um die Frage, wie kriege ich ein längeres Seil in mein RVO? Und zwar, wenn wir unsere Zunahmen stricken, wie ihr seht, ich bin hier gerade so wunderbar im Zunahmen stricken, haben wir das Problem, dass irgendwann unser Seil zu kurz wird. Die Maschen passen nicht mehr richtig drauf, es wird alles so eng und es macht so keinen Spaß, es rutscht nur noch und fällt von der Nadel und ist nicht mehr lustig. Also wird es Zeit für ein längeres Seil. Aber wie kriegen wir dieses Seil in dieses Werk? So, und das wollen wir heute zusammen machen. So, wie ihr seht, ich habe hier schon einiges liegen. Ich habe hier Maschenstopps liegen, ich habe den Schlüssel liegen und auch mein neues Seil. So, an der Stelle, wo ihr gerade im Pullover seid, ist völlig egal. Wir nehmen die Nadel, wo unser Arbeitsfaden dran ist. Hier ist unser Arbeitsfaden dran. Und die Nadel ziehen wir ein Stück raus. Haltet die Maschen gut fest. Wir lösen die Nadel. Setzen uns einen Maschenstopp. So, sieht das Ganze so aus. Wir nehmen unser neues Seil, setzen da unsere Nadel dran. Das ist die Nadel, die ich gerade abgeschraubt habe. Die setzen wir jetzt hier an das Seil dran. Und ziehen es gut fest. Auf dieses Ende setzen wir auch einen Maschenstopp. Einfach sicherheitshalber. Der muss nicht, aber es ist einfach sicherheitshalber. So, jetzt kann der Schlüssel erst einmal zur Seite. Wir nehmen uns jetzt die Nadel mit dem neuen Seil. Wir haben jetzt im Prinzip hier eine Stricknadel mit dem neuen Seil, hier eine Stricknadel mit dem alten Seil. So, wir nehmen unseren Faden wieder auf, wie zum Stricken. Wir stechen jetzt nur mit dem komplett leeren, also sprich mit der komplett leeren Nadel und dem komplett leeren Seil, stechen wir jetzt in die nächste Masche ein, holen uns den Faden und stricken eine ganz normale rechte Masche. Und so können wir jetzt unsere Runde fortsetzen. Ich zeige euch das nochmal schnell. Moment, ich gehe nochmal rückwärts. Könnt ihr noch mal gucken, ich glaube gerade war der Maschenstopp im Weg. So, ich tue jetzt mal den Maschenstopp nach unten klappen. Alles was leer ist, also sprich die leere Nadel und das leere Seil, wir gehen durch die nächste Masche durch, wie zum normalen Rechtsstricken, holen uns den Faden, gehen zurück und können jetzt ganz normal weiter stricken. Wir ignorieren einfach den Maschenstopp und stricken hier wie gewohnt unsere rechten Maschen. Ich zeige euch das noch gleich zu Ende. So, wie ihr seht, jetzt rutscht das hier alles wunderbar auf die neue Nadel drauf. Oder auf das neue Seil drauf. Die neue Nadel ist es ja nicht. Ist ja nur ein neues Seil. Da. Und so fädelt sich jetzt das neue Seil in die Arbeit rein. So, ich mache mal schnell die Runde zu Ende. Und dann zeige ich es euch gleich, wenn es fertig ist. So, jetzt bin ich schon ungefähr in der Hälfte. Hier kann man jetzt schon gut sehen, dass das alte Seil, das ist das gelbe, so langsam seine Maschen verliert. Und das orangene dafür dann reingezogen wird. Und das sieht dann unten so aus. Diesen kleinen Übergang sieht man hinterher gar nicht mehr. Das geht dann einfach in... Ups.
im gestrickten Unter. So, ich beende jetzt mal schnell die Runde. Das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. So, jetzt bin ich fast rum. Hier muss ich nochmal verdoppeln. Und noch eine Masche rechts. Und schon ist die Naht leer und die dafür voll. Hier ist das orangene Seil. Wir schrauben jetzt die Nadel ab. Den Maschenstopp könnt ihr auf dem Seil ruhig schon drauf lassen, dann für die Ärmelchen später. Da können wir das Seil dann gleich für die Ärmelchen zum Sichern nehmen. Also lasst es einfach so liegen, wenn das nicht gerade woanders braucht. Hier schrauben wir den Maschenstopp ab. Und die Nadel wieder drauf. Und schon haben wir gewechselt und unsere gesamten Maschen liegen jetzt auf Orange. Ist wirklich kein Trick. Orange ist hier und Gelb ist hier. Ja, und so können wir uns jetzt ganz gemütlich weiter unseren Runden widmen und können hier in aller Ruhe weiter stricken. Wir müssen keine Angst mehr haben, dass vor lauter Spannung uns die Maschen von der Nadel rutschen. Ja, so kann ich es ganz einfach und gemütlich meine Runden weiterdrehen. So. Damit haben wir das Thema auch geklärt. Und ihr wisst jetzt, wie man das Seil in sein RVO hineinbekommt, ohne ewig jede Masche einzeln abzufädeln. So, meine Lieben, ich hoffe, dieser kleine Trick hat euch gefallen und hilft euch weiter. Wir sehen uns dann im nächsten Video für unseren RVO, wenn wir dann mit unseren Zunahmen fertig sind. So, ich sage Tschüss in die Runde und wünsche noch einen schönen Abend.